Hallo. Micromanagen. Ja, irgendwie kriegen wir keine Bauteile. Also ich könnte jetzt sagen, okay, welcher hätte dann irgendwie Kraftstoff? Wer hat denn wenig? Also wer ist denn handwerklich gut? Richtig, Unikami. Ich jag hier alles. Großwild, Kleinwild, Menschwild. Genau. TCP war so dein den Handwerker, den du machen wolltest, ne? Nee, TAS. TCP ist es aber auch. Ja, TCP auch ein bisschen. Der hat das schon auf 5 oder so. Beliebige Arbeiter, da sage ich, TCP macht den Sprit. So, zack. Dann lässt man tu schon mal die Finger von. Ja, Rowena, wir auch. Deswegen, wir gucken da auch immer ganz schnell nach, ob die irgendwie am Sterben sind oder so. Wir brauchen ja die Gefangenen. Bin ich hier, dann liegst du gar nicht so falsch, ne? Sabi, ich sag's mal so. In der RimWorld-Bibel gäbe es 5 apokalyptische Reiter. Tod, Hunger, Pest, Krankheit und Sabishi. Ja, sagen wir so, in einem der vorherigen Runs war es dann durchaus mal der Fall, dass eine Sabi vielleicht das falsche Körperteil angeschnitten hat und so bei der Operation. Aber das sind ja die alten Kamellen. Die sind ja heutzutage überhaupt nicht mehr aktuell. Sabi hat hier einen hervorragenden Job gemacht. Deswegen hat sie auch die Krone. TCP, du wirst auch unser Schmelzer. Ja, Tanda, moin, hallo, Ich hallo. beobachte jetzt einfach ein bisschen Matul und ich nehme ihn alle anderen Aufgaben einfach weg. Matul soll nur Bauteile machen. Alte Legenden, ne? Die Schauergeschichten nur. Es fängt an Hat zu man sich reparieren, Alter. auch immer im Lagerfeuer erzählt. Machst du Wenn ihr jetzt? nicht artig seid, dann kommt Sabi und operiert euch. Und er so, nein, nein. Werdet ihr von Sabi operiert? Alles nur nicht das. Nicht Sabi. Oh doch. Also, Ich räume ja schon mein Zimmer auf. Hasta, Kai, schönen Morgen. Was habe ich noch so außer nahen Fernkampf für Werte? Fragt Uni. Nicht viel, Uni. Frag besser nicht. Sozial und geistige Arbeit. Also bist ein bisschen schnacken gar nicht so schlecht. Aber du wirst bei uns auch ein bisschen Bergbautyp. So, ja, Bergbau ist eher so dein Ding. Lass mal tun, dass wir ihn weiter fertig machen. Onikami, ganz ehrlich, du bist am Forschen, das lässt du schön bleiben, Onikami. Also wirklich, Ich glaube, es wäre effektiv, aber ja. du brauchst wirklich nicht forschen, Onikami. Ernsthaft nicht. Geh, komm, schmeiß Hufeisen, das ist so dein Ding. Ey, der braucht nicht forschen, Alter. Nee. Wir haben zwei Big Brains. Five Head haben wir Ja, hier. also hier, ja, ein Autokanonenturm ist ein bisschen beschädigt unten. Ja, der funktioniert, glaube ich, auch gerade nicht. Da braucht man aber Bauteile für. Die haben wir nicht momentan. Geistige Arbeit 9? Ja, die habe ich auch. Aber wenn du welche hast, hier, wir haben den regional bekannten Meister in geistiger Arbeit und wir haben Plantan. einen legendären Großmeister. Also das ist halt das Höchste. 20 ist das Höchste. Oh, weiß ich gar nicht, was geht. Ob wir den Sarg mit ins Raumschiff nehmen können. Ich weiß nicht, ob man so eine Leiche in so eine Kryokapsel reinschmeißen kann. Oh, könnte sein. Was ist mit unserem Lager? Warte mal, ich sag den Tieren mal, die sollen mal wieder ein bisschen hier was wegnaschen, Ja, ne? also kann ja nicht sein, da ist genug Futter da jetzt, ne? Genug lecker, lecker Futter. So, meine Lieben, gönnt Oh, euch. da ist übrigens eine mit Sabis Frisur. Starry, die Viehzüchterin. Siehst du das? So ein bisschen wie Sabis Real-Life-Frisur. Das stimmt ja. Ja. Mit dem Pony und so, Ja. Maxi King. Ach, Shoto, so ist das also. Das mittlerweile so aussieht, als würde ihr es wirklich mal schaffen, würde ich jetzt auch einen Charakter haben wollen. Ach so, Wind Team Joiners haben wir hier also. Gar nichts, Christoph Schoto, gar nichts. Wind Team Joiner. Ekelhaft. Bayern-Fan, wa? Ekelhaft. Warte mal. Kaiser liegt hier, okay. Ich nehme den Swarmer jetzt. Da sind die Frisuren-Leaks. Da will ich mal gucken. Übrigens, der Swarmer hat kurz, mittel und lang 100% Trefferwahrscheinlichkeit. Wow, 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 Das ist doch wow, Cheaten, oder? wow, wow. Bisschen, ne? Ich will das jetzt mal sehen. Ich teste das mal mit Oh, Onikami. ist so eine gute Swarmer-Waffe Ja. geworden. Die gebe ich mal Unikami jetzt hier. Ah, Frisur-Leaks. Schuss. Ja. Leute, reißt euch zusammen. Genau, wie beiden zu sabbern beginnen, wenn es um Sabis Frisur geht. Ja, genau, Ferre, genau. Wir beide. Genau das. Wir beide. Wir. Da haben wir aber genug SimCity-Spieler hier. SimCity, ja. Da brauchen wir nicht auch noch unseren Teil zu beitragen. Okay. Jo. Das ist eine harte Waffe. Den können wir zum Jäger machen, würde ich sagen. Der ist Jäger. Ausgezeichnet. Ja. Ausgezeichnet. Adai-wa. Adai-wa. Du hast es wirklich korrekt Ja. verwendet. Auch die böse Art davon. Adai. Eigentlich nur Adai oder Adai-na.
Aber wow, ist. Ich glaube, das weiß er aber, der Thierry. Haben wir schon öfter. Thierry, der ist halt auch so ein bisschen, was so Sprachen und Wörter angeht, hat er Bock drauf, ne? Ja. Okay, ich mag die Waffe. Ja, ja, das glaube ich. Ah, nein, wow. Ich finde das immer interessant. Also, ich bin hier, was so, sagen wir mal, nicht förmlich sprechen angeht in Thailand. Ich habe da so Angst vor. Ja, man weiß halt nicht, also genau, halt auf was für einer Frechheitsskala das jetzt exakt einzuordnen ist. Und ich glaube, die ist kaum vorhanden. Also ich glaube, die einzigen Leute, die ich hier mal... Also dann brauchst du auch keine Angst haben. Du kannst jetzt nicht das eine sagen, dass du davor Angst hast und dann auch noch sagen, du glaubst, die ist kaum vorhanden. Weil dann hättest du ja keine Angst davor, wenn du davon wirklich überzeugt wärst. Nein, ich glaube, die haben keine Toleranz dafür. Was? Ach so. Ja, so meine ich das. Boah, doch, ich glaube, die sind da schon witziger unterwegs, na klar. Einfach immer mal reinbeleidigen, egal. Nee, ja. Das ist in Thailand nicht egal. Nee. Also das Einzige, was ich mal gesehen habe, ist, dass sie halt, wenn sie fluchen, reden sie über sich selbst. Ja, also. Und Adaiwa habe ich immer nur gehört, wenn sie sich selber was fragen, so. Adaiwa? 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 Wenn sie sich halt selber was fragen. Albino Brown, grüß dich, hi. Auch einfach mal machen, ja. Mhm. Nein, die sind hier schon sehr locker, was den Umgang miteinander auch angeht. Vor allem, wenn man sich ein bisschen kennt natürlich. Das hat man alles schon gesehen. Wird ja wohl verzeihbar sein für die ausländische Kartoffel. Ja, da ist sowieso ganz viel Welpenschutz hat man hier. Das stimmt, ja. Falang Mai Lu. Test doch einfach mal aus, indem wir die royale Familie beleidigt. Nee, nicht so eine gute Idee, Bandit hier. Nicht so eine gute Idee. Nee, da ist, genau, Geldschein auf den Boden schmeißen, drauf rumdrehen und bespucken. Da haben die Thais Spaß. Ja, genau, ne? Mhm. Sollte man nicht. Nicht mal aus. Das ist halt so, ich find's halt so krass, weil ich mir vorstellen könnte, dass Leute das vor so Lulz machen wollen. Mhm. Macht's nicht, Leute. Ernsthaft. Da ist vorbei. Am besten den Geldschein einfach anzünden. Mhm. Nein, das ist natürlich, ich weiß schon, worauf ihr hinaus wollt. Hier natürlich im, sowohl, wir haben sowohl den bestmöglichen als auch den bösestmöglichen Chat auf Twitch, glaube ich. Was hier manchmal für kreative Gräueltaten im Chat passieren, ist heftig. Aber auch wie süß und cute ihr miteinander umgehen könnt. Ja, aber wir leben das, halt ja auch selbst, leben das aber auch selbst vor. Das kann, ja, weiß ich nicht. Das klingt ja auch sehr, sehr heftig. Bitte? Da kommt das bitte. Bitte? Ist damals eigentlich jetzt Mord noch nicht, dass wir wüssten? Müsst ihr Dammwald fragen. Das ist böse, ein... Schnauze. Nee, Dammwald sagt, Bewerbung läuft, ne? Ich glaube, das war unser letzter Sachstandort, ne? Ja, also wie gesagt, also wir sind da raus, wir machen da gar nichts. Das muss jetzt aber auch erstmal durch mehrere Prozesse laufen, ne? Da muss ja verifiziert werden, da müssen Verträge aufgesetzt werden, da müssen Arbeitszeiten und Urlaubstage ausverhandelt werden. Also das ist alles nicht so mal eben zum Mod machen oder so. Nee, das sind Verträge, es durchläuft das alles. Ja. Ich bin lieber Schnuffel. Ja, Caps, du bist dann halt auch ein bisschen die Ausnahme. Ne? Bisher was ganz Besonderes. Das ist nun mal mein Humor. Ja. Die sind süß, cute und bösartig. Mhm. Hallo? Boskanan, geh doch nicht in unseren Leichenraum. Ich meine in unser Esszimmer. Oder da. Oder? Und Ron sagt schon, er hat doch recht. Oh, Entschuldigung, bin ich dir natürlich. Moment, ihr stellt neues Personal, sagt mir die Personalabteilung nicht Bescheid. Sagt mir der Personalabteilung nicht Bescheid. Also, du warst aber auch schon länger nicht mehr da, ne? Ich weiß nicht, ob du Urlaub gemacht hast oder nicht, also... Wollte ich gerade sagen. Also, wir waren schon kurz davor, die Stellen nachzubesetzen auch. Na, hab ich schon. Mach ich selber nebenbei. Na, siehst du. Wenn ich Kaffeepause mache, mach ich deinen Job. Mit einer halben Arschbacke. Mhm. Mit einer halben Arschbacke sitze ich das ab. Ja, nein, fertig. Bei euch gibt's Urlaubstage, ich bewerbe mich auch. Na klar! Wenn wir Urlaub haben, dann haben die Mods auch Urlaub. Oder was? Ich war 5 Wochen krank geschrieben. Ja, hast du dir selber genehmigt, wa? Wir haben keinen blauen Schein gesehen, bin ich hier. Also, meinst du auf den Bahamas oder was? Die Urlaubsfotos gesehen bei Facebook. Das ist heutzutage echt so ein Ding, ne? Da muss man mittlerweile echt aufpassen, glaube ich. Was heißt aufpassen? Man muss seinen Arbeitgeber nur nicht bescheißen. Ja, natürlich. Aber wer bescheißt seinen Arbeitgeber denn nicht? Ich. Ja, du warst aber auch, du saßt ja auch auf dem Schoß beim Arbeitgeber. Ich saß mit Sicherheit nicht auf dem Schoß. Da kannst du ihn gerne mal fragen. Da hast du halt kurz mal im Kinn gekraut, da hast du eine Woche Urlaub gehabt. Also. Ja, natürlich, andauernd. Man hat immer mal Bauchweh, genau. Richtig, Magen-Darm kannst du zweimal im Jahr bringen, Leute. Da guckt keiner nach. Man muss ein paar verloren gehen. Ja, gut, verlängertes Wochenende. Mhm. Unterm Tisch war ja, dir werde ich helfen, Lümmler. Das stimmt auch mal schwer, natürlich. Wenn einen guten Arbeitgeber hat, muss nicht bescheißen, das stimmt. Hashtag einfach bei den Moderatoren bewerben. Da halten wir uns raus. Ab 18, by the way. Ab 18, ja. Sorry, Hashtag. Felsenstein, moin, hallo. Ich würde Mod sogar noch älter machen.
Ja? Ja, viel älter. 25. Stimmt, du hast es auch mal irgendwas. Du hattest auch mal irgendwas aus der Richtung gesagt mit Rainbow Six im Discord und so. Genau, ja. Mit Leuten zusammenzocken, wie 21 oder so. Ja, also, weil, ja. Mein Arbeitgeber bescheißt mich ständig. Das macht man ja nicht, ne? Das ist aber unfair. Nee, ist nicht unfair. Jüngere Leute sind zu impulsiv. Brauchen wir nicht. Nicht als Mod. Nee, sorry. Ist halt jetzt einfach wirklich die Wahrheit. Ja. Das kann man vielleicht nicht ganz verallgemeinern, aber... Ja, das... Ja. Wir brauchen da halt in der Mod-Position Leute mit einem gewissen kühlen Kopf, wo man sich auf jeden Fall drauf verlassen kann. Und man schließt da schon mal sehr viele potenziell unkühle Köpfe aus, wenn man sagt, okay, ein Mindestalter sollte da schon da sein. Seit wann? Seit wann steht Personalarbeit auf der Mod-Pflichtliste? Das haben wir doch schon immer so gehandhabt, Sabi. Das ist ja jetzt nun wirklich nichts Neues. Nee, Sabi, aber nee, jetzt mal Joke beiseite. Haben wir doch eigentlich schon immer so gesagt, dass das Mod-Team selber da halt schon zustimmen muss. Und zwar eigentlich auch einstimmig. Wenn ein neuer Moderator mit ins Team aufgenommen werden soll. Das meinen wir. Wir joken natürlich ein bisschen hart drumrum, ne? Oh, und da sind wir uns ja hoffentlich mal einig. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich sind wir nicht unbedingt auf Mod-Suche. Nee, aber ein paar Leute wollen hier Mod sein. Genau. Oh, ganz ehrlich, Coop, uns wird hier was angeboten. Ein KI-Kern. Oh, den brauchen wir. Wärst du so freundlich in deiner unendlichen Güte, das Angebot unten als Persona-Kern-Angebot ist mal... Aber Necho, von der Fraktion der Clan des Buschs, kontaktiert dich mit einem Informationsangebot. Sie kennt den Standort eines Persona-Kerns. Solche Kerne sind notwendig, um Raumschiffe zu bauen. Dieses Objekt ist sehr selten und wird normalerweise schwer bewacht. Kontaktiere sie über die Funkanlage, falls du Interesse hast. Ja, dann kontaktier doch mal los. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, wir haben natürlich Interesse. Sabi, kein Strom. Wir können nicht funken. Ach so, jetzt kommen halt alle an. Oh Gott, sei das haben wir jetzt aber nicht gewollt. Ja, Sabi, eiskalt Nein sagen dann. Ja. Oh, Gott sei Dank haben wir wieder ein bisschen mehr Strom jetzt. Ja, ja, genau, richtig, Hasan. Ich bin nicht impulsiv. Der hat mich nur mal angeschaut, plötzlich hatte ich die Waffe in der Hand und da habe ich halt abgedrückt. Ja, ja, genau, genau. Ja, ja, Maschwil, ich weiß, dass sie es geändert haben, ne? Man kann den jetzt nur noch durch Handeln bekommen. Die Buschleute waren das, ne? Wollen wir mal nachfragen. Dann wissen wir zumindest, wo der ist. Mhm. Selbst wenn ich irgendwie gerade wollte, könnte ich gar nicht. Ich streamt leider während meiner Arbeitszeiten. Ja, das Trinity, da muss er noch mal ein bisschen ein paar Krankwochen machen, oder was? Nee, können wir noch gar nicht. Können wir nicht? Nee, die müssen uns mehr mögen und wir brauchen Geld. Cam kommt gleich wieder. Das Krematorium abgeschaltet? Nein. Nein, lass laufen. Warum? Wieso fragst du, Maikest? Weil die Leichen oben bei den Schweinen liegen und gefressen werden? Das sollen hat sie. Alles seine Richtigkeit. Das ist lecker, lecker. Mhm. Für alle. Nee, also wie gesagt, Strom sparen. Hallo? Ich war gerade 5 Wochen krank. Ich kann mir gerade keine weiteren Krankwochen erlauben. Okay, okay. Aber ey, auf jeden Fall, ne? Mal Real Rap hier, mal Retalk. Benitier, ey, freut uns auf jeden Fall, dass dir besser geht. Jo, das auf jeden Fall, mein Lieber. Oder besser zu gehen scheint. Du wirst ja wieder ein bisschen frecher hier. Zwei extra Batterien? Wir haben 3 Batterien, mein Lieber. Da sind wir wieder. So, ich muss aber einen Kühler machen jetzt. Ja, okay. Bin ich dabei. Gut. Das fand ich bei Bonjour so geil. Wo Bonjour mit Simon gespielt hat von Rocket Beans. Und dann Simon so... Oh, Niklas. Ja, Niklas hat ja... Ich sag ja Bonjour. Und dann haben die halt zusammen gezockt und dann Simon so... Boah, ich bin hier am Schwitzen. Wir haben Klimaanlage. Ja. Weißt du, wie heiß das ist? Ja, nö. Klimaanlage. Deshalb ja extra. Ah, nee. Das passt schon. Aber gut, die brauchen halt Bauteile, Leute. Wir haben keine Bauteile. Lass erstmal die anderen Scheiße fertig kriegen. Was ist mit Matul? Matul. Albino hat's auch gesehen, ja, das war witzig. Cool. Aber wie gut Niklas halt immer noch in StarCraft ist, ne? Ja, allgemein auch im Coaching. Das war so richtig, ich habe mich sofort in 2015, 16 zurückversetzt zur Straight-to-Gold-Zeit, wo Bully und Simon StarCraft 2 lernen wollten. Das war so geil und Niklas da, der Coach war, der Mr. Miyagi. Richtig. War sehr, sehr gut. Du hast mich im Stich gelassen. Ich habe dich lernen lassen. Es ist so gut. Das ist einfach nur gut.
Ja, muss gestehen, ich mag Bon Jovi echt gerne. Ist eine gute Truppe. Ist es. Ist der Mantel, so. Der Mantel hat sich auch unfassbar gemacht. Ich erinnere mich da auch noch an die Zeit zurück. Da war das eher so ein bisschen der ruhigere Typ. Ne? Aber der ist richtig aus sich rausgekommen. Der hat sich richtig weiterentwickelt. Die sind auch gut drauf, die Leute. Mhm. Ich glaube, die sind alle tiefenentspannt. Das glaube ich auch. Ne, Niklas vor allem. Niklas ist ja wohl, der hat den Ruhepuls von 5. Mhm. Wir haben keine Bauteile, Bauteilgröße Krankenhaus der Welt. Ja, das sind echt ein bisschen viele Bettenmocker, ne? Nein. Plus, wir hätten uns die Hälfte der Analysatoren sparen können. Nein. Na und? Das muss auch noch was aussehen. Aber erstmal nein und dann da und. Haha. Richtig. Mhm. Niklas ist aber auch triggert in Macht 2. Und dann ist schnell vorbei. Der wirkt aber immer sehr ruhig, muss ich sagen. Aber stimmt. Ja. Ja. doch. Ich erinnere mich da auch noch an Szenen mit... Mann! Das muss dann kurz raus. So kurz, Abluft und dann ist gut. Lord Luna San Mateo ist einer der witzigsten Menschen, die ich je gesehen habe. Oh. Also wenn es dann einmal reinkick, ist vorbei. Okay. Ja. Aber bis dahin ist er doch relativ lange ruhig. Matteo war mal deutlich ruhiger. Er wirkte fast schüchtern. Am Anfang, Albino. Wir reden ja aber auch von 2015, 16 rum. Wo das alles so losging mit Bon Jovi auch. Baumwolle hat Fäulnis. Verdammt nochmal. Egal. Oh, die Among Us-Runde am Dienstag war sehr gut. Ich freue mich darauf heute Abend wieder. Matteo ist einfach ein genialer Troll in Trimworld. Rimworld ist ja sowieso das beste Format. Ah, Trimworld. Habt ihr Ambition, meine Runde Among Us zu machen? Feier das Spiel sehr. Maschwied, ganz ehrlich, ich würde pass auf, Maschwied, wir haben Angebote schon bekommen. Hast du das Spiel, Maschwied? Ich würde es gerne mal am Wochenende ganz kurz mal einen Ping-Test mit dir machen wollen. Ja, Mock, das wäre eher was für Mock. Also, wenn wir so eine Einladung mal nachgehen, wonach es irgendwann irgendwann mal aussieht, wahrscheinlich, dann wird das Mock zocken für euch. Ja, ich bin halt auch eine ehrliche Haut. Ja, klar. Hab's nicht, kann's aber kaufen. Ja, das will ich halt auch nicht. Was kommt? Nee. Ich würde es gerne am Wochenende einfach mal kurz testen. Das ist wirklich nur ein Test, ne? Weil Test doch einfach, da gibt's doch auch EU-Server, NA-Server und dann kannst du einfach connecten. Stimmt. Ich glaube, so läuft das doch, oder? Ist, glaube free. Among Us ist klasse. Ja, glaube ich auch. Faster Than Light, auch großartiges Spiel, einfach Memphis, ne? Oh, die EU-Server funktionieren eh nicht. Meistens wird auf NA oder Asien gespielt. Ja gut, Asien, da kann ich mit leben. Perfekt. Und Munchkin, hallo. Kostet doch kaum was. Ja gut, aber mehr als null. Die Sache ist aber, die ganzen Spieler aus Deutschland müssen dann eher, anstatt einen 160er Ping, auf einen 240er Ping wechseln. Kommt drauf an, oder? Man hat auch selber von hier zu NA so 150 oder so, je nachdem. Ja, in die andere Richtung, ne? Ja, genau. Und Pau Panka. Kann man doch aber gar nicht. Doch, wir müssen doch nur nach links. Untersee. Geht doch nur nach links. Geht auch nach rechts weiter. Wie haben sie es denn gemacht? Meinst du, weil die Erde halt flach ist? Ne? Ja. Ja, stimmt schon. Geht nicht. Es geht unten um die Platte rum. Unten um die Erdplatte rum. Panka. Dankeschön. Wir bedanken uns. Vielen Dank für 100 Bits. Danke für den Support. Ist gekauft, morgen kommen wir essen. Direkt reingekauft, der Maschweed. Ja, das könnte nämlich mal passieren. Ey, wenn das mal so mit den Subs gehen würde, ne? Leute, wir müssen mal kurz was testen. Können wir kurz die Sub-Funktion testen, ob es geht oder so? Können wir ganz kurz testen, ob die Alerts noch funktionieren? Ping-Test. Chat, können wir kurz, ganz kurz testen? Auch Pantla. Dankeschön für weitere 100 Bits. Danke für den Support. Ey, ich meine, wir haben unter 1000. Und das, ich finde, ganz ehrlich, cool, wir sollten eine Regelung für den Kanal. Unter 1000 Subs ist definitiv Baiten erlaubt. Oh! Unter 1000 Subs ist Baiten erlaubt. Wollen wir die für uns? Oh mein Gott! Funktioniert! Marschwied haut einen Sub raus. Dankeschön, sehr groß. Tramp of Fish haut dir direkt 5 raus. 5! Leute! Ey, ja, da müssen wir uns aber auch nicht wundern, ne? Die liebste und frechste Community. Ja. Die drollen sogar mit den Subs. Leute, vielen Dank. Ey, Tramp Official mit den 5 Gifted Subs. Minitier mit dem Sub, vielen lieben Dank. Hoggard mit den 5 Subs, dankeschön. Wow, vielen, vielen Dank. Sehr, sehr großzügig, dankeschön. Hier wird aber schon hart gebaitet. Unter 1000. Ja, unter 1000. Ist gar nicht, von irgendwas müssen wir leben, unter 1000. Albino Brown mit 100 Bits hier, ihr Sellout. dankeschön. Hat funktioniert, dankeschön, Tramp Official. Sehr, sehr großzügig, Leute. Ey, Leute, ihr seid wirklich sehr, sehr lieb. Dankeschön. Und natürlich viel Spaß mit allen Leuten, die es getroffen hat. Jo, vielen herzlichen Dank. Mhm. Drollen? Oh, Trucksen, ja, könnte sein. Drollen ist so drolliges Trollen. Fretzattacke Ella? Drollen ist halt... Wisst ihr eigentlich... Pass auf.
Schon wieder wunderrate Zahn. Das ist das Krasseste, was mich geschockt hat. Ihr kennt ja das von dem Drachen hier. Gedrollt wird nicht. Wer drollt, fliegt. Wisst ihr, wer das initialisiert hat, das ausgelöst hat? Film on Life. Das stimmt. Film on Life. Wahre Geschichte. Und die super cute Super Alu. Die Süße. Vielen Dank für 5 Shops. Dankeschön. Dankeschön. Vielen sehr großzügig. Vielen herzlichen Dank. Ach, bis auch, ey. Und Ace Modaisil. Danke für den Follow. Vielen, vielen Dank. Oha, das ist aber ein Name. Ace Modaisil. Ace. Der alte Viermann-Assi. Ja, ernsthaft, ja. Ja, Fledermaus, haben wir gesagt, unter 1000, ne? So langsam wird das Gebäude echt hart. Just my 2 cents. Ja. Sehr gut. Ja. 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 Was soll ich da jetzt zu sagen, Fledermaus? Was sollen wir dazu sagen? Man muss ja auch gucken, dass man lebt, oder? Ja. Fledermaus, ist halt... Hast du eine andere Idee, Fledermaus? Das ist immer das Beste, Fledermaus. Hast du eine andere Idee? Nee, aber es kann ja so sein, dass es halt dann, wenn es ihm so vorkommt, dass es nein, halt nein, das ist schwierig. Fakt. Mir geht das auch auf uns. Ja, wir wollen das nicht. Wir würden das auch nicht wollen. Natürlich nicht. Nein. Schlimm immer hier. Donation Go, Sub Go, ekelhaft. Ja. Nee, sowas gibt's hier nicht. Ah. Sowas gibt's hier nicht. Aber es gibt ein Remote Tutorial, ja, Gabba. Ja. Gibt's. Aber man wächst auch da rein, ne? Also, Gabba, das ist halt so, das ist halt alles historisch gewachsen hier. Du fängst halt ganz, ganz, ganz klein an und mit ganz wenig Forschung. Genau. Je nachdem, wann du halt startest und baust dir das so nach und nach, baust du es halt auf. Genau, also, so 3 Kolonisten und so startet man ganz easy am Anfang. Ja. Oh, Panzer. Vielen Dank für weitere 100 Bits. Dankeschön. Könnt ihr einfach mal einen richtigen Job suchen? Ja, da habt ihr aber nichts mehr zu gucken hier, ne? Ja, es ist halt super schwierig, Leute. Es ist wirklich schwierig. Ja. Oh, bin jetzt hier. Ich glaube, ich komme zurecht. Mach dir keine Sorgen. Frech wie der kleine Rackes auf jeden Fall. Und Nopsi, Bruder, dankeschön für Primeke 3 Monate. Dankeschön. Vielen Dank für den Support. Tachchen, zurück. Danke, dass du da bist. Ja, man muss aber auch das Verhältnis sehen, ne? Genau. Wir machen hier in der Regel ja zwischen 4 und 6 Stunden Content. Und wenn dann für 2 Minuten mal kurz Subs erwähnt werden, finde ich irgendwo im Verhältnis nicht, dass das zu viel ist. Oder? Ich weiß nicht, kann ja auch anders rüberkommen. Das stimmt. In welchem Mods spielt denn? Ausrufezeichen Mods. Genau. Wir so verhält. So, und moin. Ich hab da so ein Modpack fertig gemacht. Könnt ihr so durch abonnieren. Ist eine Kollektion auf Steam. Genau. Oh, Gabba, sowas haben wir auch. Ja, muss mal unten gucken. Das ist bei Alternate zum Beispiel, wenn du dir da was kaufen möchtest. Ne? Mhm. Aber ansonsten... Wir spielen mit unseren Mods, ja? Mit den Modifikationen, nicht mit den Moderatoren. Alternativen, Frontpage, Kooperation und mehr, Tage und Stunden streamen. Ich finde aber 2-3 Mal im Stream, wenn es gerade passt, echt nicht schlimm. Ey, finde ich halt auch nicht. Ja, so ähnlich sehen wir das halt auch. Ne? Also so, um da mal einfach mal ehrlich mit euch zu sein. Mhm. Ne? Frontpage ist halt immer so eine Sache, muss man sich bewerben. Genau. Es gibt momentan, ich glaube, es gibt den einen oder anderen Partner, der gerne auf der Frontpage wäre. Das ist so eine Sache. Kooperation ist momentan, ja, ne? Also jo. Ich sag mal so. Also Frontpage-Bewerbung ist raus. Auch natürlich wieder, dauert aber halt in der Regel 1-2 Monate. Ja. Deswegen. Okay, kommt deutlich anders rüber für mich im Moment. Okay. Was halt deutlich öfter vorkommt als nur mal 2 Minuten. Aber ist halt euer Kanal, macht den mal. Ja. Okay, dann tut's uns leid, wenn das dir öfter so vorkommt. Liegt wohl an der Not, oder Fledermaus? Vielleicht. Einfach mal, ja. Vielleicht. Deswegen, und das ist auch so ein Ding, wollen wir auch nicht, wir wollen das überhaupt nicht thematisieren. Nee, wir wollen es eigentlich überhaupt nicht thematisieren, aber es ist halt auch so eine Sache, hey, es gab mal eine Zeit, wo halt nicht so viel gebaitet und wurde und so, solche Sachen, ja, stimmt, da hatten wir 3 Sponsoren und 1500 Subs. Ja, da waren wir gar nicht. Waren wir gar nicht. Deswegen, man kann sich das ja auch ganz einfach ausrechnen. Wir sind hier hingezogen, da hatten wir auch noch Corsair. Genau, Elgato. Deswegen. Ja? Aber das ist halt so eine Sache, damit wollen wir euch überhaupt nicht belasten. Deswegen, genau. Ja? Und wir möchten das nur mal ein bisschen transparenter jetzt gerade einfach, damit da vielleicht ein bisschen Verständnis an mancher Stelle manchmal für aufgebaut wird. Ich sage also, wir haben uns selbstständig gemacht, 1000 Subs, 3 Sponsoren, da hat sich einer von uns selbstständig gemacht. Ja? Aber wie gesagt, soll nicht eure Sorge sein. Ich meine nur, wenn man sowas kritisiert, dann ist das definitiv berechtigt. Klar, natürlich. Ist aber auch spaßig gemeint. Leute, genau. Ist wirklich spaßig gemeint. Ne? Wir brauchen Nahrung. Okay. Lass mal hier ein paar Alpakas machen. Nee, bei Alternate kannst du nicht Rimworld kaufen, Gabba.
Nein. Also für mich ist es so, ihr zwei macht das als Hauptberuf. Da ist es irgendwo auch verständlich, dass ihr damit auch irgendwo Geld verdienen müsst. Von daher finde ich dann mal baiten auch nicht schlimm, solange es nicht alle 2 Minuten ist. Genau, genau, so sehen wir das halt auch. Ja. Also kann sein, dass wir da eine ganz andere Perspektive drauf haben als manche von euch. Na klar, das ist aber auch normal. Weil, ne, urteil nicht über Schuhe, in denen du noch nicht gelaufen bist. Aktuell haben wir da keinen für. Nee. Also wir haben da jetzt nicht irgendwie, wie nennt man das, eine Agency nee, oder so, genau. Die dahinter steht. Nee. Wäre vielleicht mal ganz interessant, aber I don't know. Wir haben keinen Gaming-Link, außer Epic. Außer im Epic Store haben wir einen Creator-Code, Bieber Bros. Genau, richtig. Und ich weiß gar nicht, ob es Rewe bei Epic gibt. Wir kümmern uns da, wenn, dann gemeinsam drum, Memphis, ja? Also wir sind da momentan ein bisschen auf der Suche nach Partnerschaften. Genau, richtig. Aber momentan ist halt auch so, dass die Läden halt auch kein, ich nenne es mal so, Geld zu verschenken haben, ne? Ja. Da haben alle so ein bisschen einen Struggle. Momentan sind da alle ein bisschen vorsichtiger. Ne? Außer Microsoft, die kaufen groß ein. Außer Microsoft, ja. Okay, Schnitterich. Moin erstmal, hi. Wird hier gerade diskutiert, ob man subbaiten soll? Hallo? Ja, natürlich, hallo. Ich habe nicht den Eindruck, dass hier gebettelt wird. Ja. Keine Ahnung. I don't know. Wir halt auch irgendwo auch nicht, aber das scheint ja bei manchen tatsächlich irgendwo so rüberzukommen. Das finden wir halt dann schade. Das ist für mich kein Baiten. Manchmal ist es eine höfliche Erinnerung. So, hey Leute. Ne? Ja. Hey Leute. Ihr könnt das alle free genießen. Sehr genau. Gerne, natürlich. Aber ganz ehrlich, runtergebrannt ist es so, ihr könnt das alle immer for free genießen, den Content regelmäßig genießen, solange es genug andere Leute gibt, die supporten. Tatsächlich. Das ist die Wahrheit. Ja, das ist die Wahrheit. Das ist das Thema am Anfang des Streams mit Crunchyroll gewesen. Wenn alle das free gucken würden, würde es das so nicht geben. Genau, das ist halt die Wahrheit dahinter, ne? Und die ist manchmal, die ist auch, die ist, ich würde das am liebsten auch umsonst machen können. Ne? Aber ich bin halt nicht reich. Haben wir gesehen, Maschid, ja? Haben wir gesehen. Habt ihr mal die Agency for Stay angesehen? Klingt echt interessant. Wirkt deutlich seriöser und besser als viele andere. Zudem könnt ihr auch mit Stay drüber reden. Ich habe halt keine, die Sache ist die, ich weiß nicht, was seriös, keine Ahnung. Es gibt genug Agencies da draußen. Ja, ne? Da gibt es ein paar mehr, das stimmt. Na? Leider kann man nie allen gerecht werden, das stimmt auch super, Alo, ja. Naja, da sind halt auch ein paar Leute nicht, da, ne? Man kann es euch nicht verübeln und grundsätzlich habt ihr jeglichen Support verdient. In Sachen Bait gibt es noch auch ganz andere Kaliber, also macht euch keinen Kopf. Mhm. Okay, okay. Pokémon ist es, das machen wir sehr, sehr gerne. Ne? Oh, danke schön, Poker Princess. Schön alle 20 Minuten für 3 Minuten Werbung machen. Da haben wir auch keinen Bock drauf. Ne? Ah, das bin. Grüß dich, hi. Der Manson Support. Skani, danke schön. Danke schön für 10 Euro. Danke schön. Sehr großzügiger Support hier. Vielen Dank. Manson, ja, habe ich sogar unten noch im Kühlschrank. Und Nopsi Bruder, danke für Prime. Danke schön, auf jeden Fall. Dreimonatigen Support. Dankeschön, Tachchen. Mich stört diese Perspektive der brotlosen Kunst. Ihr seid vollkommen harmlos, meine 5 Cent. Ey, wie gesagt, ich kenn's halt auch anders und so weiter, ne? Vielleicht wird's dann halt anders, ein bisschen anders verpackt oder verschleiert oder was weiß ich oder... Wir wollen hier niemanden verarschen. Deswegen reden wir da auch, wenn es nötig ist, für uns auch... Ehrlich drüber. Möglichst transparent drüber. So viel wir halt sagen können und so viel wir sagen wollen. Richtig. Ja, und das ist halt... Und das ist halt aber auch so ein Minenlauf. Wir wollen überhaupt niemanden in irgendeiner Art und Weise Druck machen. Genau. Ne? Entspannt euch. Okay, Center, freut uns. Atlas Pin, moin moin. Richtig, lasst euch von Magus unterstützen. Neuer Kanal. Bibersoft. Bibersoft Bros. Ja, Maschwied, wie gesagt, es gibt. Ja, muss man mal gucken. Die ist halt auch noch relativ jung, ne? Also Speckmack, hallo. Ich hab nochmal geguckt. Also, Dizzy ist da offiziell und Stay halt, ne? Speckmack, grüß dich, hi. Wir hatten Angreifen hier gerade trainiert. Trainierst du nicht irgendwelchen. Bringst du dann Schwein das Angreifen bei? Ich bring denen allen das Gleiche bei, ja. Damit die das lernen. Ja, aber Run wollt doch nicht. Oh! Ach, hier sind Leute, Poker Princess, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank für 10 Euro. Dankeschön. Weil ihr einfach süß seid und es macht immer Spaß. Oh, Dankeschön. Danke vielen, vielen Dank. Karl auch. Oh, den wollte ich natürlich nicht vergessen. Karl auch, okay. So, jetzt aber mal genug hier, ne? Jetzt genau. Aber mal genug. Zu tief. Genau. Nur mal wieder so ein kleiner Einblick, ne? Ne? Vibrationen deines Tiefenbohrers haben unterirdische Insekten verärgert. Sie wollen Rache und graben sich jetzt an die Oberfläche.
Vorsicht, Insekten werden verärgert und werden versuchen, deine Basis zu zerstören. Ja, wenn wir das ganze Feld abreißen übrigens. Unikami, hau da mal ab, Alter. Ich reiße oben das ganze Feld ab, ist alles verdorben. Okay, ich will mal mit Unikami kurz kämpfen. Oh Gott, wieder Insektenplage. Shit, 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 shit. Oh, und Unikami, lauf. Du bist ein Jogger, genau, ne? Genau, Alter, richtig, genau. Deswegen. Kannst du mal eben unten die Leute vorbereiten? Okay. Ich bringe ein paar Insekten mit. Ja, kurz Pause, was kann an den Cherry an die Seite. Nee, du hier. Hast noch Zeit. Du musst die Pause machen. Okay. Sabi, mal Tool hier hin. Tass an das Maschinengewehrnest. Oh. Unikami! Unikami, tut mir leid! Unikami, ich hab mich verschätzt! Ich hab mich fürchterlich verschätzt! Unikami, ich hab mich fürchterlich verschätzt! Oh, Unikami liegt!